Seid ihr bereit für ein brandneues Kong-Abenteuer, das sich gewaschen hat? Dann betreten wir jetzt die vierte Welt. Ja, die ersten drei Welten haben wir komplett gelöst, zu 100%, da wir jetzt ja alle fünf Kongs beisammen haben. Und ja, ich habe noch nachgeholt, was es in der ersten und zweiten Welt zu finden gibt in den letzten Parts. Und auf der Oberwelt haben wir uns auch ein bisschen umgeschaut. Es wird Zeit, Welt 4 in Angriff zu nehmen. Aqua-Albtraum. Tolle Wurst, ne? Sehr vielversprechender Name. Hier muss Chunky stampfen, ne? Aber das wird auch nichts bringen. Denn das ist ein blauer Schalter. Das geht nicht so ohne weiteres. Und der Kasplat ist ebenfalls für Chunky. Ich habe jetzt Donkey einfach mal vorgeschickt, weil er so der Anführer der Affenbande ist. Magere 30 goldene Bananen braucht es, um diese Welt zu betreten. Also nichts wie rein da. Hier gibt es auch noch ein paar Secrets. Ja, da sehe ich ein Tiny Fass und so, aber das können wir ja nach der Welt machen, oder? Was halte ich davon? Gibt es mal wieder ein bisschen King Carol Action? Diese Kongs, sie kommen unerwartet gut voran. Cheftechniker! Ich hoffe sehr, dass die Kaputt-Obatik bald einsatzbereit sein wird. Wir hatten einige technische Probleme und meine gesamte Crew ist ein fauler Haufen. Er lügt, Majestät. Ständig schläft er. Bitte vergebt mir, Gütiger. Wir haben wirklich hart gearbeitet. Wachen, niemand verlässt den Raum, bis die Maschine funktioniert. Ja, tut mal was vorher nicht vorhandenes Geld. Wir werden alles geben. Wie, Feierabend? Jetzt geht's erst los. Mein Gott, zieht das in der Arme, wenn er da rumhängen muss fürs Kabel. Oder ist es eine Art und Weise, dich vor der Arbeit zu drücken? Wer weiß das schon genau? Da müssten wir die Jungs von Rare fragen. Oder sagen wir besser, die Jungs von Playtonic Games. Trifft sie her. Ja, ja, da wären wir. Die vierte Welt, der Aqua-Albtraum. Ich versuche es mal auf die Reihe zu kriegen. Hier vorne ist ein Ananas-Schalter. Dann sind hier blaue Bananen für Lanky. Ja, wir werden die Welt komplett lösen können. 500 Bananen. 25 goldene Bananen. Erstmal guckt Junky Boy, was es da hinten gibt. Ich weiß, was es da gibt. Die Sachen mit der Kanone und so. Man kann hier auch den Wasserpegel verändern und so weiter und so fort. Na, das wird ein Spaß. Ich meine, wenn eine Welt schon Aqua-Albtraum heißt, ist es weniger... Das klingt negativ, ne? Zumal man doch Wasserwelten prinzipiell eh schon verteufelt. Aber Rare hat das gut hinbekommen. In Banjo-Kazooie gab es jetzt vorher auch schon eine Wasserwelt. Also seht ihr, hier können wir noch nicht hin, weil der Wasserpegel noch zu niedrig ist. Für Lanky gibt es auch noch den Kasplaten. Deswegen lasse ich die blauen Bananen auch mal uneingesammelt. Weil wir da sowieso mit mehreren Kongs nochmal hin müssen. So, das ist so ziemlich der zentrale Punkt. Das hinter uns, nennen wir es mal den Süden, das ist einfach nur der Eingang und dieser kleine Bereich. Hier haben wir den Westen dementsprechend. Da sowieso noch zu, die muss aufmachen. Hier rechts ist das Lighthouse, der Leuchtturm. Wir gehen erstmal nach Norden. Hier geht's weniger feucht zu. Ich muss mich allerdings noch ein bisschen umschauen. Ich glaube, da hinten war was, was Junky einschlagen kann. Oh nein, TNT-Fässer. Ja, Zielwasser trinken wäre auch nicht schlecht. Oh, tschüss, Mann! Guckt euch mal an, wie der jetzt da... Manu. Noch ein bisschen Staub. Ah, sieh mal einen an. Die Kampfplatte. Mit Lanky-Ballons, nicht vergessen. Jetzt wird Chunky erstmal aufräumen, wenn keiner was dagegen hat. Mehr Critter-Crash. Eigentlich... Ups, das ist das, ja. Mach einen auf Klitschko, hau sie alle um. Ja, ist immer eine gute Taktik bei der Kampfplatte. Einfach auch die Gegner hinzuhalten. Ihr müsst ja nicht schnellstmöglichst besiegen. Ihr müsst ja nur die Zeit überleben. Aber bei den Crittern... Weiß nicht, kommen jetzt wirklich nur Critter? Das ist ja lame. Gut, es gibt noch lamere Gegner, die Knordis, aber trotzdem. In den späteren Welten wird die Kampfplatte schon noch herausfordernd. Hier ist allerdings alles okay. Ich werde auch die späteren Angriffe haben, keine Angst.
bisher wirklich Kindergarten, möchte man meinen. Vor allen Dingen für Chunky. Starke Leistung an der Stelle. So, die Krone gehört uns. Ist ein bisschen witzig, weil ich habe mir gerade schon noch Gedanken gemacht, was wir alles finden müssen. Wo ich gesagt habe, ja, 500 Bananen. Ich gedacht, wo ist eigentlich die Kampfplatte? Gut, die Frage hat sich erledigt. Grüne Bananen. Ich darf die Ballons nicht vergessen für Lenky Popenki. Zwei fliegen mit einer Klappe. Nice. Okay, ein Donkey Kong Ballon. Ah ja, hier gibt es ja eine ganz böse Angelegenheit in der Welt. Einen Bananenballon, der oftmals nicht auftauchen möchte. Hatte ich das nicht sogar schon in meinem ersten Let's Play? Da war doch was. Naja, ich weiß auf jeden Fall, wo er ist und ich denke dran. Der Ballon wird unsichtbar für uns sein wahrscheinlich. Erstmal die Bananenfee abfotografieren. Ich mache das immer gerne oft so in der Bewegung. Das sieht dann überstylisch aus. Wenn es nicht klappt, dann halten mich alle für einen Lappen. Seht ihr? Ich habe nämlich auf B gedrückt, als sie gerade in der Linse war. Aber irgendwie hat es erst fotografiert, als wir rechts waren. Das kann man auch versuchen zu erklären, wie man möchte. Dass sie immer respawnen müssen, aber der ist ungefährlich. Kein TNT-Fuzzi. Ich guck mal ganz kurz nach oben, da geht's ja Richtung Cranky. Reg Job. Reg dich ab. Ich möchte hier ganz kurz gucken. Ich glaube, hier ist nichts, aber trotzdem. Ja doch, Munition. Why not? Ich find's ganz gut, diese Welt hat so ein bisschen diesen Piraten-Touch, weil Donkey Kong Country ja immer so ein bisschen auf Piraten-Styling abgezielt hat. Vor allen Dingen Teil 2 natürlich. Donkey Kong Country 2 meine ich. So. Ist der lila? Ja, definitiv. Also nicht nur die Bananen, sondern auch der Fuzzi. Wäre eine gute Chance, hier einfach mal die Trough and Scoff-Tür zu benutzen und zu Tiny zu wechseln. Also machen wir das direkt. Chunky ist erleichtert. Dann darfst du dich mal ein bisschen hier beschäftigen. Ja, also hier am Anfang möchte ich mich noch ein bisschen trocken halten. Besonders lange wird es in dieser Welt aber nicht gut gehen. Na komm, spiel ein Saxophon-Solo und gut ist! Badam! Ja, man muss einfach die Donkey... Ah! Die Donkey Kong 64-Welten im Auge behalten, sag ich mal. Ganz koordiniert angehen. Wollte gerade sagen, die Blaupause verschwindet doch wieder. Übelst. Ich verstehe. Der Kasplat will ordentlich besiegt werden. Wupp, wuhi und gut ist. Wenn er es gar nicht zu seiner Spezialattacke kommt, ist es kein Problem. Fällt zwar auf seinen Hosenboden, aber... Verspäteter Blaupausensound. Ach, da hinten ist ja unser Cranky. Alles so verteilt, wie immer. Ich habe dem letzten Interview mit Playtonic Games, mit den ganzen Leuten, Chris Sutherland etc. mir mal angehört. Wo sie auch meinten, dass vielleicht Donkey Kong 64 schuld ist, dass keine vergleichbaren 3D-Jump-Runs mehr erschienen sind. Ja, weil einfach viel zu viel zum Sammeln ist. Da gehen ja die Meinungen auseinander. Ich finde das Spiel genial. Siehst du, ich will gar nicht hier lang. Hier will Lenky lang. Das überfordert einen schon. Überfordert. You know what I mean. Hab det verwechselt. Ach komm schon, was willst du denn? Dann mach Boom. Freu dich. Und ich freu mich. So, hier ist jetzt nichts weiter. Das muss man in seinem Gehirn abhaken als... Ja, abgehakt. Bam, badam, badam. Bam, badam. Es gibt was ganz Tolles bei Cranky Kong, aber ich will das jetzt eigentlich nicht machen, sondern irgendwann anders. Ich möchte jetzt erstmal die erste Welt, ach die erste Welt, erstmal die vierte Welt in Angriff nehmen.
Lenkys Balance nicht vergessen. Gut, wenn wir schon mal hier sind. Er muss ja für jeden Kong ein Move parat haben. Mal sehen. Was geht ab? Du hast 15 mehr Bananenmedaillen? Sind die echt? Die hast du bestimmt gefälscht. Meine Überraschung. Nun, ich habe hier ein kleines Spiel für dich auf meinem Computer. Du brauchst 5000 Punkte für die Chance auf eine Rare-Wear-Münze. Aber das packst du sowieso nicht. Probier mal. Eine kleine Lachnummer kann nie schaden. Jetzt nicht. Mehr gibt's nicht. Wir sehen uns im nächsten Level. Was? Ernsthaft? Soll ich das abkaufen? Er hat nichts für Diddy? Kannst du mich erzählen, dass er keine neuen Moves hat? Aber Diddy und Donkey sind ja schon länger dabei und haben mehr Moves. Mal sehen, ob er... Ja, wenn, dann verbindet er und macht das mit Lanky. Das verwirrt mich. Ja, er hat ein Spiel für uns. Ich wollte noch nicht zurückgehen. Erst wenn der Wasserpegel erhöht worden ist. Er hat ein Spiel für uns und ich mag es sehr, aber ich möchte dem Ganzen mehr Aufmerksamkeit widmen. Und nur aus diesem Grunde machen wir es jetzt noch nicht. Ah, das war unten der TNT-Klubber. Was geht ab? Ja, ja, ja. Jetzt nicht. Mehr gibt's nicht, wir sehen uns im nächsten Level. Ernsthaft? Hat er hier keinen Move? Okay. Dann werde ich jetzt auch die anderen Kongs nicht herholen. Wenn er meint, wenn das so ist. Ich kann mir auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, kann ich mich gar nicht mehr entsinnen. Ich gucke jetzt mal ganz kurz oben nach, ich will nichts vergessen. Dann habe ich hier das abgehakt. Ich kann mich gar nicht mehr entsinnen, dass es hier irgendwas Besonderes, also dass man mit jedem Kong da hoch musste. Gibt's erst im Wunderwald, in der fünften Welt wieder Moves? Irgendwie sehr suspekt. Muss jetzt mal gucken, was verlangt ist. Da Kokosnüsse. Und links Erdnüsse. Nüsse, Nüsse, Nüsse. Das geht mir voll auf die Nüsse. Keine Angst, die Bananen, die da rumliegen, kriegen wir sowieso früher oder später. Ich meine... Hallo? Wisst ihr, wie oft wir hier noch lang müssen? Der war eben tief. Der Grunzer. Okay, tolle Sachen, die das Leben schöner machen. Willkommen im Weekend Feeling. Und links muss Diddy aufmachen. Das ist ein blöder Gegner. Aber den kann man leichter austricksen. Batz. Batz. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir zuerst machen wollen. Den Wasserpegel erhöhen? Ich denke schon. Dazu brauchen wir einen tierischen Helfer und den konnte auch wirklich nur einer nehmen und das scheint auch wirklich Diddy zu sein. Wir reden von En Garde. Ich will mal gucken, was für ein Ballon da oben ist. En Garde. Ja, ich habe ihn selbst als Kind noch Enguarde genannt. Muss man zugeben. Für Lenky. Ist dieser Schwertfisch, der wirklich in jedem... Ach nee, der ist nicht für dich. Für wen war der denn? Sieht so nicht transparent aus. Ja, das sind Lenky-Bananen. Ich würde auch schätzen, dass er wirklich... ein Taschenhelfer, den aus welchen Gründen auch immer nur Lenky benutzen kann. Ja, En Garde war dabei in Donkey Kong Country 1, 2 und 3 und in Donkey Kong 64 und hat damit sogar mehr Auftritte als Rambi zunächst herausgeholt. Denn mit Donkey Kong Country Returns und Tropical Freeze, ja, hat Rambi En Garde wieder überholt, weil da war En Garde nicht dabei. Achso, die Banane kann ich jetzt nicht einsammeln. Gut, En Garde, ein wunderschöner Bursche. Ein Schwertfisch. Aber ich finde, die tierischen Helfer kommen hier in diesem Spiel sowieso zu kurz. Die wurden nur so ganz mittel zum Zweck nochmal eingebaut. Da komme ich nicht so ohne weiteres hin, ne? Erhöht man den Wasserpegel anders? Meinetwegen, ich krieg das hin, ne? Das ging.
Komm da durch. Das geht. Ich glaube, das war nicht so gedacht. Ja. Ah, knapp. Das ist nicht so gedacht, glaube ich. Aber ich werde es trotzdem tun. Ja, dreh doch nur die Kamera, so. Und jetzt nur richtigen Zeitpunkt hoch. Seht ihr? Es funzt. Ach, man muss es sogar dreimal machen. Ja, leck mich am Knie. Ich würde Hausenhofer wetten, dass das nicht so war. Zu früh. Aber meinetwegen. Ne, den Wasserpegel verändert man sowieso. Das mache ich am besten auch erstmal. Sorry, ich hab's versucht. Das ist ohne Erfolg. Den Wasserpegel verändert man nämlich drüben beim Leuchtturm. Das ist mir wieder eingefallen. Ihr habt gesehen, es funktioniert trotzdem, aber es ist verdammt anstrengend und soll nicht so gemacht werden. Gibt's irgendwie einen Grund, den Wasserpegel zu lassen? Sollte man den nicht nach oben tun? Ja, man muss den immer mal wieder korrigieren, ne? Worop? Müssen wir, glaube ich, trotzdem mit En Garde anpieksen. En Garde? En Garde. Hier irgendwo war eine En Garde-Kiste. Da können wir mit dem Schwert vielleicht alles aufpieksen. Aha. Na, kannst du mal sehen. Guck, sammel das mal ganz kurz ein, bitte. Ja, riesige Unterwasserwelt, da kann man echt schnell was übersehen. Also das hier kann man jetzt nicht übersehen, aber trotzdem, ihr werdet es schon noch merken. Der Soundtrack ist jetzt auch nicht so fröhlich, leider. Geht schon mehr in Richtung Finster, was mir ja nicht so lieb ist, aber alles noch im Rahmen. En Garde, du hast erstmal folgende Jobs. Hier sind überall Truhen. Und die musst du bitte aufpieksen. Ganz unten auch. Ja, in der Tat. Hier wohnt ja so eine komische Fee. Nee, eine Meerjungfrau. Ist was anderes, ist was anderes. Ach, kannst mal sehen. Hier unten in der Truhe war sogar eine goldene Banane drin. Dann danke. En Garde? Komm, habe die Ehre. Kannst sie nicht einsammeln, musst du Lenky sein. Oh, da hätte ich dir echt mal so eine Banane gegönnt. Aber erstmal zerpiekse ich den ganzen Kram. Ist auch für Lenky irgendwelche Bananen, die hier in der Gegend rumschwirren. Mies. Man müsste sich direkt wieder zurückverwandeln, aber sehe ich so aus oder was? So, hier oben noch. Merkwürdige Reihenfolge von mir. Sorry, don't worry. Naja, das muss ich auf jeden Fall mir behalten. Dass jetzt drei Bananenstauden für Lenky hier einfach so in der Gegend liegen. Mehr oder weniger. Ich hoffe, das war's alles. Ich habe jetzt auf Anhieb nicht mehr erblicken können. Und das war so ziemlich der Job von En Garde. Leider sehr viel mehr hat er dann auch nicht mehr auf Lager, als durch den Ring zu springen. Klar, die haben noch Minigames, aber... Ach, guck mal, da ist sogar ein Tauschfass. Wie nobel. Bisschen versteckt, aber danke. Gut zu wissen. Blub, blub, blub. Hätte man mehr... Einerseits hätte man mehr rausholen können aus den tierischen Helfern, aber andererseits, denke ich mir, wäre es dann eventuell auch zu viel gewesen. Das denke ich mir auch für... Returns und Tropical Freeze. Wenn da irgendwie Rambi kommt, denke ich mir immer so, naja, muss das jetzt? Achso, ich wollte doch aufpieksen. Mensch, deswegen war ich doch hier. Ich wollte den Wasserpegel verändern. Also auf jeden Fall nützlich und erforderlich. So. Ach, da hinten ist auch noch was. Aber mach erstmal den Pegel hoch. Wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass so ein Schwertfisch-Näschen perfekt ist dafür. Ah, hier gab es, glaube ich, irgendwo am Rand so irgendwas. Was haben wir denn da nochmal? Ich stehe voll auf der Leitung. Das ist einfach ein Gang, glaube ich.
wo da nicht sehr viel war. Guck, Bananen für... Danke, dass du mich einfach zurückverwandelst. Für Donkey Kong. Mehr ist hier nicht. Oder? Ach, blaue Münzen. Take it. Ohne Sound? Ja, verspätete Sounds. Okay. Ich nutze die Trophenskauftür. Verdammt viele Bananen hat er schon zusammen, unser Lanky. Dabei habe ich die im Eingangsbereich noch gar nicht eincollected. Okay, mein Affenhintern. Schwing dich mal rein. Meinst du, eine Krawatte zu tragen reicht, oder was? So, schwupps, 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 schwupps. Naja, wisst ihr, Wasserlevel in Videospielen, verhasst sind sie. Irgendwie schon. Hat vielleicht auch der eine Wassertempel in Zelda Ocarina of Time mit Schuld daran. Aber oftmals, was 2D-Jump-Runs oder 3D-Jump-Runs angeht, man muss einfach nur mit der Steuerung zurechtkommen. Es war halt auch total was Neues in Mario 64. Da haben wir uns vielleicht angestellt, als wir zum ersten Mal in der dritten Welt waren, in der Piratenbucht-Panik. So. Lass mal überlegen. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Wir können das hier nicht betätigen. Aber okay, das werden wir dann halt wieder kurzzeitig runterfahren. Wenn es es braucht. Sag mal, hier sind ja Banana... Ups, Banana Porter. Vielleicht bringt er mich ja ein bisschen zurück. Das wäre ganz cool gerade. Ich glaube nicht. Der Fünfer nicht, nee. Ach, guck mal, für Donkey etwas. Ja, gut. Hier ist eine Platte für Donkey und wir erkunden den Leuchtturm im nächsten Part. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Ich sage bis dann und ciao.